Yo, yeah! Und willkommen zu dem Abschluss dieser Ära. Star Wars Battlefront 2 wird nun nach 2,5 Jahren Entwicklung von Updates offiziell beendet. Es wird keine weiteren Updates mehr vom Entwicklerstudio geben. Und ich möchte dafür erst einfach mal mein Dankeschön aussprechen, dass ihr das Game so wirklich gut noch hinbekommen habt. Der Anfang war halt ein bisschen kritisch, das wissen wir alle ein bisschen. Aber es wurde halt komplett auf die Wünsche der Community eingegangen. Es wurde alles umgesetzt. Gut, vielleicht, also gut, bei der Star Wars Community kann man sowieso nicht alles umsetzen. Aber es wurde so viel umgesetzt, was gewünscht wurde. Es gab so viele neue Skins, so viele Charaktere, so viele Schauplätze und die Star Wars Welt bietet sowieso keine Grenzen, daher alles kann man sowieso nicht hinzufügen. Und daher einfach mein Dankeschön. Ich habe das Game wirklich sehr genossen. Naja, zumindest 80%, weil diese 20% war ich in Helden vs. Schurke. Und das lief oft nicht ganz so gut, aber das ist eine andere Geschichte und die war vor langer, langer Zeit und in einer weit, weit entfernten Galaxis. Und darüber wollen wir jetzt nicht mehr sprechen. In diesem Video beschäftigen wir uns heute mit, also nicht nur beschäftigen, wir werden uns gleich natürlich das Update in-game anschauen. Ich muss kurz dazu sagen, in-game wird es gleich keine Facecam geben, wegen ein paar Hardware-Sachen zur Sicherheit. Ja, es gibt das Scarif-Update. Wir kriegen Scarif in Battlefront 2 auch als Instant-Action und dann natürlich in Multiplayer und auch für Helden vs. Schurken. Und wir kriegen ein paar neue Skins, die ich euch jetzt noch nicht verraten werde, weil sie was ganz Besonderes sind und ich euch überraschen möchte. Ich muss dazu sagen, dass wir uns natürlich in Zukunft auf weitere Skins von bestimmten Moddern freuen dürfen, weil die natürlich auch kräftig am Modden sind und das Game es natürlich in gewisser Weise zulässt, dass man zum Beispiel Charaktere aus SWTOR exportiert und dann einfach umwandelt und wieder im Battlefront zocken kann. Und daher kann man zum Beispiel so einen Darth Malgus einfach mal zocken. Und ich finde das echt krass, was man mit diesem Game machen kann. Ich bin mal gespannt, ob es auch irgendwann richtig große Maps geben wird, wie, was weiß ich, Coruscant, ob das gemoddet werden kann. Oder ob wir vielleicht ein Battlefront 3 kriegen und dann natürlich noch mehr Richtung diese Schauplätze geht. Aber das sei, naja, abzuwarten. Ich habe für euch den Feuerball mitgebracht, mit dem ich eigentlich immer die ganzen Battlefront-Sachen durcheinander gehe. Und vielleicht möchte er noch ein paar Worte sagen von seinem Eindruck. Er hat ein paar Stündchen mehr als ich im Battlefront. Ich reiche das Wort an dich. Einiges am Battlefront gespielt. Mittlerweile ganze 300 Stunden habe ich jetzt in dem Spiel verbracht. Ich muss sagen, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, auch damals noch, als es noch das Boxensystem war. Man muss sagen, dass es dort schwieriger zu leveln war. Das, worauf dann eingegangen wurde, waren natürlich diese Wünsche hier mit der Community, dass man eben das System fairer gemacht hat, indem man halt durchs Spielen selbst Dark Cards bekommen hat, die auch nicht den allergrößten Unterschied machen, zumindest nicht bei jedem. Jedenfalls wurde hier bei diesem Spiel sehr, sehr viel von der Community umgesetzt, wie Remus das schon gesagt hat, was halt eben da genau das ist, was dieses Spiel jetzt auch noch am Ende so beliebt gemacht hat. Schade ist natürlich, dass sie es einstellen, aber es hat schon lange nicht mehr den Profit gebracht, den es eigentlich hätte bringen können, wenn man es am Anfang ordentlich gemacht hätte. Und dass sie es noch so weiter umgesetzt haben, war, denke ich, einfach nur, um ein bisschen den Ruf aufzubessern wieder. Und sie haben es sehr, sehr gut noch entwickelt, meiner Meinung nach. Top. Dann würde ich sagen, let's dive into Battlefront 2. Und ja. Let's go. So, und in-game schauen wir uns jetzt endlich mal ein paar Skins an. Wir haben unter anderem Imperator Palpatine bekommen mit dem ewigen Sith-Skin aus Star Wars Episode 9. Der Aufstieg Skywalkers. Erstmal überlegen. Und er ist mit Er einem hat ein roten bisschen rote Seide dazu bekommen und sein Mantel. Gesicht. Ja. Ja, und sein Gesicht hat sich minimal verändert. Also der Skin ist. Wird in-game wird man die roten Sachen bemerken, aber so viel hat sich bei ihm nicht verändert. Ja, absolut. Also gut, sein Mantel ist halt einfach von ausgefranst zu, keine Ahnung, neu gekauft.
Okay, Ja, das also. stimmt. So, der ist halt so auf den Bazar gegangen. Und dann kam so, hier, neuer Mantel, 5 Euro, gute Qualität. Und der so, nehme ich. Das ist es halt so. Ich nehme Vashtala, was willst du haben? Nur 1000 Kredit. Ich habe aber nicht so viele. Gib mir 1500, ist guter Preis. Guter Okay, Preis, guter 1500, Preis. nimm. Okay, dann gucken wir uns als nächstes Darth Maul an. Und wir haben endlich einen Skin zu ihm bekommen, wo er nun endlich Cyborg-Beine hat. Und ich feiere das übertrieben hart. Ich muss aber gleich eine kleine Sache dazu sagen. Er ist ja an Rebels angelehnt, beziehungsweise ist das der aus Rebels. Und wenn wir uns jetzt einfach mal die Gesichter anschauen, die sehen absolut gleich aus. Und naja, er ist ja eigentlich so um die 15 Jahre gealtert, wenn man überlegt. Obi-Wan sieht ja auch nicht immer aus wie in Episode 1. Mich persönlich würde es noch ein bisschen mehr freuen, wenn sie sein Gesicht halt so ein bisschen abgemagert wie in The Clone Wars, wie in Rebels gemacht hätten. So dieses halt abgemagerte und nicht mehr so junge, so von Mitte 20 auf Mitte 30, Ende 30 ist er ja so ungefähr, wenn man das so vergleichen würde. Daher, also ich finde es absolut geil, aber ich würde mich mehr freuen, wenn wir ein etwas abgemagerteres Gesicht mit größeren Hörnern hätten. Meine Meinung jedenfalls, was denkst du? Ja, das glaube ich auch, weil er sieht da halt wirklich immer noch sehr, sehr frisch aus. Was er ja bei dem, wo der Skin ja wahrscheinlich herkommt, ist er ja absolut durchgeknallt und abgemagert. Das ist halt einfach nicht mehr schön. Der Junge wollte einfach nur noch sterben. Gefühlt. Ja, es war halt nicht mehr schön. Und vor allem, man darf ja nicht Das vergessen, könnte man noch ein bisschen mehr in Game integrieren. darf ja auch nicht vergessen, dass er hier Sith-Schüler ist und hier ist es alter Meister und naja, so alt sieht er nicht aus. Wie gesagt, ich finde es eine absolut geile Idee. Ich habe mir mal so einen Skin geholt, wo er diese Metallbeine hatte und halt auch die größeren Hörner. Das sieht absolut heftig aus, aber wie gesagt, ein bisschen abgemagerteres Gesicht und dann wäre es wirklich perfekt, muss ich sagen. Das ist auch der einzige der neuen Skins, der by the way free ist. Stimmt, woher kriegt Finde man den ich. eigentlich? Meilenstein. Ich denke, es wird eine Quest zu dem geben. Okay, dann. Weil über Meilensteine erhältlich, genau. Es wird wohl eine Genau. Quest zu dem geben. Wo sieht man dann, welche Meilensteine er braucht? Also was wir abschließen müssen, muss man ja irgendwo. Wahrscheinlich Ah, das Karriere, wird wohl sein, das Meilen. wird maybe bei den. Wahrscheinlich für irgendwelche zeitlich begrenzten Quests. So viel kann ich, glaube ich, sagen. Okay, alter Meister, besiege 5000 Gegner mit Darth Maul. Das ist okay, nice. Und ich glaube nicht limitiert. Ich denke es nicht, weil dann würden sie viel weniger machen. Da, Die bei haben 5000. jetzt auch den Kenobi-Emote, haben sie jetzt auch wieder zurückgebracht, wie es scheint. Mit 3500 Gegner muss man mit Maul besiegen. Also viele Leute werden jetzt erstmal Maul spielen, so wie steht fest. Arcade auf jeden Fall geht. Und dann haben wir noch einen weiteren Skin, nämlich haben wir. Achtung, wer Episode 9 noch nicht gesehen hat, schaltet jetzt bitte aus oder macht das Video auf stumm und auf schwarz. Rey Skywalker. Kostenlos für alle. Und ja, sie hat hier halt einfach das gelbe Lichtschwert, das sie sich selbst gebaut hat. Ja, Arkan aus dem Grab gestohlen. Vor allem passt ja auch mit der Farbe ihrer Kleidung. Und auch schön viel Detail im Lichtschwert, das passt echt gut, sieht absolut schön aus. Echt nice. Von dem Jedi-Ausbildungsskin bin ich nicht so, naja, angetan. Und dann gibt es noch was speziell Obergeiles, was ich sagen muss. Und das hat mir der Feuerball gerade gesagt. Es gibt für das galaktische Imperium jetzt auch noch Schneetruppler und das allergeilste Küstentruppler. Ja, die haben sie Oh. aus Battlefront 1 zurückgebracht, weil die Skins ja dort auch schon relativ beliebt waren. Weswegen sie die dann sich jetzt wieder zu ihrem eigen gemacht haben. Wenn wir hier dann zum Beispiel schauen, die gibt es dann bei den ganzen vier Standardtrupplern, nehme ich an.
Galaktisches Imperium, Küstentruppler, genau. Die sehen, glaube ich, auch überall genau gleich aus. Vielleicht beim Offizieren gibt es ein paar kleine Unterschiede. Aber ich finde das halt echt total geil. Grafisch sehen sie natürlich noch etwas besser aus als im ersten Teil, denke ich. Tschüss. Okay. Sie werden auch. Also, ich glaube, man wird sehr viele Leute mit denen herumlaufen sehen. Ich denke, ich werde sie auch benutzen. Der Clone Commando ist aber immer noch meine Favorite Class, glaube ich. Junge, die soll man ein ganzes Spiel darüber rausbringen. Eine ganze Story-Erweiterung wäre mal heftig, aber was soll's. Oh, ich stell dir vor, man könnte Aiden Verso mit einem Republic-Kommando austauschen. Und auch die Fähigkeiten und. Oh. Na ja, gut, das wäre dann halt nur ein böses Republic-Kommando, das Jedi abknallt, aber an sich ja. Ja, wäre ja geil. Okay. Macht einfach einen bösen Cody. Kenobi! So, ich mach mal kurz das Ingame. Bisschen leise von der Musik. Und Musik darf man nicht mehr haben. Master Lautstärke. Boah. Ich hoffe, mein Video wird jetzt nicht gesperrt wegen Musik. Okay. Was machen wir jetzt? Koop-Mission? Gibt es da überhaupt was mit Scarif? Nee, ne? Ich glaube nicht, nein. Nee, leider nicht. Ich glaube, du müsstest meine Patch Notes nachlesen, weil da haben sie es geschrieben. Okay. Koop, rein da. Jo, dafür müssen wir jetzt aber erstmal eine Lobby finden für Scarif. Das muss ich erledigen. What? Weil wir müssen sofort Rebellen-Allianz. Wie bitte? Tschüss. Können wir Imperium machen? Warte, okay, ich möchte auch gleich den Scarif-Soldaten. Oder kann ich den noch nicht reinmachen? Den möchte ich dann lieber gleich reinmachen. Einfach mal aus dem Zweck, um euch zu zeigen, wie das aussieht. Ich habe immer das Gefühl, dass meine Battlefront-Videos wahrscheinlich sowieso nicht angeschaut werden. Boah, wow, der Sandtruppler sieht auch nice aus. Ich habe letztens so ein Meme gesehen. Da hat jemand geschrieben, warum hat R2D2 nicht einfach Luke gesagt, dass Vader sein Vater ist, weil ihm wurde doch sowieso nie der Dings da ausgelöscht. Weißt du, der Speicher von R2D2 ja, wurde genau. Doch nie gewiped. Haben die in Clone Wars sogar kurz thematisiert, das fand ich sehr, sehr cool. Was haben sie? Das haben sie in Clone Wars ja auch kurz thematisiert. Das ist halt echt. Aber die haben C3P aus Speicher nur gelöscht, weil er immer zu viel redet. Also, weil sie mussten ja einiges geheim halten und deswegen. Der Typ hält halt nicht so viel aus. Blöden kann halt nicht die Schnauze halten, obwohl er ein Droide ist. Ja. Jarvan 4 wollen wir nicht. Ja. Ich würde mal gerne wissen, was so durch Vaders Kopf ging, als er C3PO gesehen hat. In Episode 5, glaube ich, war das, ne? Ja, ich glaube, er war so hasserfüllt, dass ihn beide droiden nicht mehr. Aber die Sache ist ja, ich denke manchmal so, ne, als sie den Film gedreht haben, ne, stand es schon so gesagt gescript, war es schon geschrieben, dass er C3PO gebaut hat, oder hat man das praktisch später hinzugefügt? So, weißt du, Schauspieler acte mal so, als ob du diesen Druiden kennst, als ob es so, ich glaube, einen Moment sieht man sowas wie so eine Reue, wie so ein bisschen so, als er C3PO sieht, so dieses leichte Anakin, glaube ich, sieht man ganz kurz. So, stimmt, das ist ganz kurz hat man so einen. Also ich will jetzt nicht Gesichtsausdruck sagen, weil er ja eine Maske trägt, aber man hatte so eine Art so von der Körpersprache, fand ich. Ja.
Aber er hat halt vieles nicht mehr ordentlich mitgekriegt. Weil er halt sehr, sehr viel Hass in sich getragen hat, der kleine Basti. Es wird immer, jedes Mal, wenn man ist, so traurig, ey. Ja, aber Episode 3 mag ich trotzdem am liebsten. Ja, boah, ist der beste Film. Vor allem der Kampf zwischen Obi-Wan und Anakin. Das Schlimme ist, ich kenne den Vor Film allem, weil nicht. Anakin da richtig hart auf die Schnauze gekriegt, das mag ich. Aber jedes Mal denke ich so, oh, Obi-Wan ist bitte halt einfach nicht, bitte cooler. nicht, bitte nicht. Nochmal, please. Ich glaube, die legendärsten Momente sind jetzt auch bei Anakin, Eye of the High Ground und Hä, sind wir Hello there. rausgeflogen? Nee, nee, ich suche nur gerade, bis wir mal Scarif kriegen, weil du wolltest ja Ach Scarif so. ausprobieren. Ja, muss schon Scarif sein, finde ich. Ja, sonst lohnt sich das ja nicht. Ja, das ist scheiße. Aber den Talk von gerade eben, der kommt trotzdem rein. Endor. Nix Endor. Gerne. I don't like Endor. I like Scarif and I want to play on Scarif. Please, please. Scarif. Vor allem, ich finde, beim ersten Tag sollte man da sowieso die Droprate eher auf Scarif legen, oder? Ja, könnte man eigentlich machen, aber ich glaube, vielleicht wollen sie einfach, dass mehr Leute mehr spielen. Also auch. Vielleicht gibt es sie ja einfach nur bei den Rebellen, ich weiß es nicht. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Ich glaube total am Feuerschaft gibt es weniger Maps. Ich glaube, da würden wir es schneller finden, aber der Modus dauert halt auch länger. Ja, totale Freundschaft dauert aber immer eine Ewigkeit halt. Manchmal ist man da halt echt eine dreiviertel Stunde drin. Und weiß nicht, ob es wirklich gleich vorbei ist. Auch wenn ich den Modus halt echt liebe. Ja. Aber du läufst halt in Total Vorschaft, du läufst halt viel herum und kannst viel machen. Ich dürfte gerade aber übelstes Kartoffel-Aim haben. Viel zu viel League of Legends gespielt. Weil ich ja sowieso nicht der allerbeste Shooter-Spieler bin. Bin im Battlefront relativ gut. Zumindest im Heldenkampf, da würde ich sagen, ich bin sehr gut. Aber der Rest bin ich halt einfach absolut einfach eine Kartoffel. Einfach Kickback. Scarif, da ist es. Yay! Oh Und jetzt müssen wir ja. erstmal einen Disconnect kriegen. Oh, sieht das schön aus. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Rogue One war aber auch gar nicht so ein schlechter Film, Boah, finde ich ich. fand den richtig geil. Ich habe den richtig gefeiert, von Anfang bis Ende. Ich mochte den auch sehr gerne. Also manche haben den ja irgendwie so ein bisschen so gehatet, weil es halt sich nicht um Glaube, Jedi viele dreht. haben Aber gehatet. es war ja auch gar nicht da, es ging ja gar nicht darum, dass sich der Film um Jedi und so dreht. Also ich meine, den hat ja jetzt sowieso jeder gesehen und dass wir überhaupt einfach nochmal die Vader-Szene zum Schluss bekommen haben, wo wir einfach nochmal einen Vader in Performance gesehen haben, einen richtigen Vader. Ich glaube, darüber kann man froh genug sein. Ich denke mal, das wird zwar eher eine Sniper-Map sein, aber no one knows what it's like to Ja, die be the SB-Agentin bad ist ja auch guy. neu. Boah, wir müssen am Wochenende wieder Battlefront spielen, Alter. Boah. So viel neu. Die müssten Hilfe. mal festlegen, dass alle hier den Sandtruppler-Skin hat, den Küstentruppler. Die Rebellen bereiten einen Angriff Ah, vor. ja Gott, ich kann mich Wir daran müssen die erinnern, wie ich das immer Stellung mit um Draxler jeden gespielt habe. Preis halten. Haben alle Küstentruppler? Ja. Nein, ich kann nicht laufen. Wir müssen diese Position
Positionen halten, oh nein, um den Vormarsch. Oh mein Gott. Er will aber gar nicht laufen. Wegen Discord. So, du musst den Overlay wieder ausschalten, ne? Oh Gott, wo war denn das? Ich dachte damals, dass nur ich das Problem hätte, aber das Problem haben wohl viele. Alle. Nicht alle, nein. Nee, ich kann nichts machen. Ja, ich glaube, wir müssen dann einfach nochmal neu starten. Leider hat das Game dann doch etwas gebuggt und ich konnte es nicht mehr spielen. Daraufhin, nun ja, habe ich den Discord-Overlay ausgeschaltet und dann konnte ich immer noch nicht aufnehmen, weil GeForce Experience dann rumgebuggt hat. Daher werde ich eine Aufnahme zum neuen Update in den folgenden Tagen hochladen. Ich hoffe, dass es euch dennoch gefallen hat. Was haltet ihr denn von dem ganzen Update? Und wir sehen uns doch hoffentlich im nächsten Part. Kommentiert, abonniert und ciao!